Dann nehmen wir Sie jetzt gern mit in die neue Woche. Herzlich willkommen zur ersten Brisant-Sendung der Woche am Montag. Wir schauen auf den Tag. Guten Abend zu Beginn. Ein ganz schrecklicher Fall von diesem Wochenende. Der beschäftigt uns heute zu Beginn der Sendung noch mal weiter. In Duisburg, da ist ein 14-jähriges Mädchen, eine Schülerin, ermordet worden. Sie wurde tot in so einer Art Abrisshaus gefunden. Ein schreckliches Verbrechen, das dann große Bestürzung ausgelöst hat. Und inzwischen gibt es eine Festnahme und einen Verdacht. In Duisburg herrscht Entsetzen. Und wir schauen schon mal auf ein Thema gleich. Es wird nämlich heute auch gehen um den großen Durcheinander zum Thema Herbsturlaub, das große Chaos. Was gilt denn nun? Was ist verboten? Warum es da gerade auch Unverständnis gibt? Darauf werden wir schauen und mit Reisenden sprechen. Wenn man das Wort Mafia hört, dann ist man gedanklich sofort in Italien. Aber die Mafia ist auch bei uns aktiv und macht auch hier ihre Geschäfte. Und nun bekommen wir seltene Einblicke durch einen Mammutprozess, der heute beginnt. Und da geht es um. Und hier geht es jetzt ums Thema Herbsturlaub und die vielen Fragezeichen. In Deutschland spitzt sich die Corona-Lage weiter zu. Immer mehr Fälle haben dann, klar wissen wir schon, immer strengere Regeln zufolge. Die stoßen nicht in jedem Fall auf Verständnis. Und da sind wir bei der Urlaubsregelung. Wer darf denn nun was in den Herbstferien? Wer darf wohin, wer nicht? Da gibt es Fragen und auch durchaus ein gefühltes Durcheinander, trotz der nach wie vor großen Akzeptanz für die Maßnahmen an sich. Aber beim Urlaub, da hört es für viele auf. Und wir schauen noch mal auf ein anderes wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Denn es ist wie so oft, ältere Menschen trifft es in Krisen ganz besonders hart. So ist es auch jetzt in der Corona-Krise. Pflegeheime bleiben riskante Orte. Ältere Menschen sind besonders gefährdet. Und in keinem Fall gab es so viele Tote wie in einem Pflegeheim in Wolfsburg. Dort schauen wir. Eine Sorge, die aktuell viele teilen. Es gibt auch noch mal eine Doku zum Thema 23.35 Uhr. So, wir kommen jetzt noch mal zu einer drängenden Frage. Das sind schon die Bilder dazu, die vorhin auch schon mal anklang in unserem Beitrag. Welche Rolle hat der Skiort Ischgl gespielt bei der Corona-Ausbreitung? Denn da gab es heute Wichtiges Neues. Es gab nämlich einen Abschlussbericht, der wurde veröffentlicht. Und über die Ergebnisse wollen wir jetzt sprechen, wenn es klappt mit der Verbindung. Ja, da sehe ich Nikolaus Neumeier jetzt in Innsbruck mit uns verbunden. Wir wollen reden über die Ergebnisse dieses Berichtes. Was kann man denn abschließend sagen? Was hat dieser Bericht herausgefunden und was sollte er herausfinden? Da jetzt aber vielleicht doch noch mal konkret nachgefragt, auch wenn es nicht um Schuld gehen soll. Welche Fehler wurden denn gemacht? Wir hören da von dem Lift. Was wurde da noch thematisiert in dem Bericht? Wird sicherlich noch einiges nachkommen. Jetzt schielen wir noch mal kurz in Richtung Winter, denn eine nächste Skisaison wird es ja geben. Wird es die auch in Ischgl geben nach alledem? Wird noch viel zu besprechen sein. Nikolaus Neumeier, danke schön, dass das noch geklappt hat. Nach Innsbruck, dass die Verbindung doch noch geklappt hat. Danke Ihnen. Ja, es wird spannend dieses Jahr mit dem Skiurlaub und all den Bedenken und wichtigen Dingen, die da jetzt zu beachten sind. Das machen wir auch noch mal im Thema online unter brisant.de. Da also noch einiges zum Winterurlaub. Wir gucken weiter auf diesen Tag vor einem Jahr. Da hat ein Vermisstenfall einer in Deutschland lebenden Forscherin in Griechenland große Schlagzeilen gemacht. Das war eine renommierte Frau, die aus den USA stammt, aber dann in Dresden lebte und dort gearbeitet hat. Und sie war auf der Insel Kreta zu Besuch für eine Tagung. Und dann wurde sie plötzlich vermisst gemeldet. Sie wurde gesucht über Tage und dann tot in einer Höhle gefunden. Also ein ganz mysteriöser Fall. Und nun beginnt morgen dazu der Prozess. Morgen also der Prozess. Wir haben jetzt noch mal Nachrichten. Auch Unfälle, die durch Raserei passieren, gelten in Deutschland in besonders schweren Fällen inzwischen ja als Mord. Und um so einen Verdacht geht es jetzt hier bei uns. Wir kommen jetzt zu Yvonne Hellenbrand. Die ist deutsche Meisterin im Parafahren. Wir erklären Ihnen gleich, was das ist. Und das ist eine ganz irre tolle Frau, die wir Ihnen unbedingt vorstellen wollen. Weil sie zeigt, das macht sie sehr beeindruckend, dass alles möglich ist. Man muss nur an seine Träume glauben. Und was sicherlich auch noch hilft, ist, dass sie eine Frau mit ganz besonders guter Laune ist, was unter anderem an Hermann liegt. Den lernen wir auch kennen. Ist nicht ihr Mann, aber optisch passen die beiden sehr gut. Den Moment leben, gutes Motto, nehmen wir mit. Und jetzt folgt die Prominenz hier bei uns. Heute gibt es bei uns eine Überraschungshochzeit. Neues vom Sänger der Münchner Freiheit. Und Jennifer Aniston hat einen neuen und stellt ihn uns vor. Jetzt. Heute ist ganz viel Liebe drin bei uns im Promi-Teil, denn Patrick Lindner hat überraschend geheiratet. Also überraschend für die beiden jetzt nicht unbedingt. Die haben erst mal 10 Jahre geguckt,
passt das so miteinander? Und es passt super. Und nun gibt es auch noch Ringe dazu. Gucken Sie mal, so sahen die aus. Und natürlich gab es auch eine große Sause und wir müssen wissen mehr wie. Richtig so. Und jetzt freuen wir uns auf Schauspielerin Elisabeth Latz, die heute mal ganz privat bei uns erzählt. Sie stellt uns nämlich eine ihrer wichtigsten Freundinnen vor und verrät uns, was Freundschaft für sie ausmacht und warum das eben nichts mit Entfernung oder Alter zu tun hat, sehr wohl aber mit vielen Gemeinsamkeiten. Und getroffen haben wir die zwei im schönen Wien. Ansteckende Fröhlichkeit, die beiden. So, gute Nachrichten aber noch, die kommen heute aus Norwegen. König Harald kann nach seiner Herzoperation wieder nach Hause. Es heißt, der König sei in guter Verfassung und würde jetzt wieder aus dem Krankenhaus abreisen. Das hat sein Leibarzt verraten, der muss es ja wissen. Freitag hatte Harald eine neue Herzklappe erhalten im hohen Alter. Als das ja alles nicht so ganz ungefährlich, aber scheint alles gut gelaufen zu sein. Was machen die anderen Royals heute? Verraten wir jetzt. Und dann fragen wir heute noch, was wurde eigentlich aus? Stefan Zauner, Sänger der Münchner Freiheit. Das waren diese hier, wer da noch Wissenslücken hat. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Genau, da können dann doch ganz viele mitsingen. Die Band hat sich getrennt und trotzdem gibt es die berühmten Songs mit Stefan Zauner jetzt wieder. Und wenn man die Augen zumacht, ja, dann klingt es fast ein bisschen wie früher, als wären wir alle nicht älter geworden. So, wir waren auch schnell, ganz flott hier, denn Alexander Bommes und die Jäger stehen schon für Sie bereit. Gefragt, gejagt wird folgen. Und wir bringen Sie jetzt schon mal so ein bisschen auf Betriebstemperatur. Ich habe nämlich die erste oder eine Frage hier rübergeschatzt bekommen aus der Sendung. Die stelle ich Ihnen jetzt schon mal. Auflösung gibt es dann später. Wer war 1980 das erste Maskottchen der Fußball-Europameisterschaftsgeschichte? Antwort A, Biene Maja. Antwort B, Nils Holgersson. Oder Antwort C, Pinocchio. Antwort gibt's gleich. Und jetzt viel Spaß mit Gefragt, Gejagt. Bis morgen. Tschüss. Spannend.